Oh, du schmutziger Rotzbengel. Es tut mir leid, wirklich. Ah, du schon wieder. Willst du deinen Ball? Ja. Okay. Aber warum? Da hast du ihn. Hey, warum haben Sie das getan? Das soll ihm eine Lehre sein. Er hat fast meine Milch verschüttet. Ja, aber er ist nur ein kleiner Junge. Okay, das war sein Lieblingsball. Bringen Sie ihm bei, wie man sich bei anständigen Leuten verhält. Ihre Leute sollten das lernen. Meine Leute? Was meinen Sie mit meine Leute? Dreckige Immigranten. Sie Schwarze kommen in mein Land und leben in meiner Nachbarschaft und benehmen sich wie wilde Tiere. Sie sind so voreingenommen. Wir können doch ganz normale, freundliche Nachbarn sein, wenn Sie es zulassen. Ja, wir können Nachbarn sein. Ich kann in meinem Land leben und Sie leben hinter dem Ozean in Ihrem. Samuel, komm mit, das hören wir uns nicht an. Ich toleriere Sie nicht. Und Sie täten gut daran, von alleine zu verschwinden. Ansonsten helfe ich nach. Noch einen schönen Tag. Ja, Schwester, aber du hast versprochen, dass du heute bei Samuel bleibst. Ja, und das heißt, dass er heute alleine bleiben muss. Okay. Okay, ich denke mir was aus, okay? Okay, tschüss. Samuel? Samuel, hör mal. Ich kann jetzt nicht mit dir malen, okay? Denn Mami muss jetzt zur Arbeit und muss Geld verdienen, um die Miete zu zahlen. Hör mal, Samuel, ich will, dass du ein Spiel spielst. Ein Spiel, bei dem du hier ganz ruhig sitzen bleibst und dabei malst du deine Bilder. Aber wir öffnen die Tür nicht für niemanden. Versprichst du das, Mommy? Okay. Okay. Ich gehe jetzt zur Arbeit, dann komme ich zurück und dann male ich heute Abend mit dir, okay? Bis später, okay? Wow, was ist denn das? Also Tom, als unser Hausmeister kannst du das nicht ignorieren. Wie lange sollen diese Immigranten toleriert werden? Schätzchen, anscheinend verstoßen sie gegen die Hausregeln. Keine Abfälle. Wir tolerieren das hier nicht. Tom, das ist doch klarerweise nicht mein Müll. Das war ich doch nicht. Sie lügt. Ich habe selbst gesehen, wie sie den Müll verteilt. Oh, wirklich? Was? Balsam für Radikulitis? Ich weiß nicht mal, was das ist, okay? Und was ist das? Ist das ein Rentenantrag? Tom, ich bin doch nicht in der Rente. Sie müssen doch sehen, was sie da tut. Meine Damen, Tom. Bitte, bitte. Ich überprüfe doch jetzt nicht, wessen Müll das ist. Das werde ich ganz sicher nicht tun. Aber stattdessen verhänge ich eine Strafe fürs ganze Stockwerk. Nein, aufgeteilt nein, zwischen nein. allen Parteien fürs Nichtbefolgen der Hausregeln. Nein, Tom, ich kann mir gerade keine zusätzlichen Kosten leisten. Bitte nicht. Hör mal, Mia, wo wir von Kosten sprechen. Wann bekomme ich die Mietzahlung, hm? Ich toleriere keine weiteren Aufschübe mehr. Sie zahlen entweder heute oder Sie packen und gehen. Tom, bitte, geben Sie mir ein paar Tage, okay? Bitte, bitte, nur 3 Tage. Bitte, Sie Tom. Sie zahlen heute oder raus. Okay, gut, ich zahle heute. Gut. Gut. Na los, Mia, lauf. So lange kümmere ich mich um deinen Sohn. Ich bin hier. Tut mir so leid. Na endlich. Nanny! Hey, Jerry. Wenn die Nanny zu spät kommt, kann die Mutter arbeitslos werden. Ich weiß, es tut mir so leid. Schau mal, was für ein cooles Malbuch meine Mom gekauft hat. Oh. Hilfst du mir beim Malen? Lässt du mich denn diesmal auch malen? Okay. Okay. Ja, danke für deine Hilfe. Denn mit diesem Job, also, hast du erst mal Kinder, wirst du das verstehen. Ja. Okay. Kuss für Mami und habt einen schönen Tag. Hör mal, Anne, ich weiß, du hast mich für die Woche schon bezahlt, aber ich stecke etwas in der Klemme. Kann ich einen Vorschuss Kein bekommen? Kein Problem. Wirklich? Ist das genug? Ja. Ja, das ist super. Danke vielmals, Anne. Ich nenne das Schwesternschaft. Hör zu. Ich kenne das. Du hilfst mir jetzt und ich helfe dir genauso. Okay? Okay.
Danke, nochmal. Bis dann. Oh, okay, welche Farbe? Lila? Hast du Lila? Mm. Die Stoßstangen? Samuel. Samuel, bist du hier? Es ist niemand zu Hause. Aber der Eismann ist hier. Holen wir uns ein Eis. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht rausgehen. Oh, aber deine Mutter hat mich gebeten, mit dir zu reden. Hat meine Mama angerufen? Ja, ja, ja. Sie hat gefragt, ob ich mit dir reden kann, weil sie sich Sorgen macht, dass du vielleicht Hunger hast. Sie wollte, dass ich dir sage, dass du dir einfach was kaufen kannst. Aber ich hab doch kein Geld. Sie wollte, dass ich dir Geld gebe. Wir sind doch Nachbarn. Bitte schön. Kauf dir doch ein paar Bananen. Oder was du willst. Na los, du bist nicht lang in diesem Land. 110? Ein dunkelhäutiges Kind läuft allein auf der Straße, neben dem Supermarkt. Ja, kommen Sie bitte. So schön. Sei nicht sauer wegen der pinken Autos, okay? Okay. Hören Sie, Tom, ich habe das Geld und ich zahle heute. Was? Samuel? Was ist er ist bei der Polizei? Okay, ich komme, ich bin gleich da. Und das passiert hier in unserem Haus. Was geht hier bitte vor? Sarah, was machen Sie hier? Ich habe ihm alles erzählt. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt, dass Sie die Regeln nicht befolgen, dass Sie eine schlechte Mutter sind und dass Sie illegal hier sind. Wo ist mein Sohn? Wo ist Samuel? Wir haben Ihren Sohn allein mitten auf der Straße gefunden. Er ist bei der Kollegin vom Sozialdienst. Oh mein... Oh mein... Oh mein Mami! Gott! Samuel! Jerry, was machst du denn hier? Oh, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Mia? Anne? Ich hatte keine Ahnung, dass du Sozialarbeiterin bist. Ja, und ich hatte keine Ahnung von deinem Sohn. Ich würde doch niemals darum bitten, dass du mein Kind hütest, wenn ich wüsste, dass du dann dein Kind allein lässt. Anne, du musst mir glauben, okay? Das war das erste Mal, dass das je passiert ist. Wirklich. Oh, das ist eine Lüge. Ihr Kind wird jetzt ins Kinderheim gebracht und Sie gehen ins Gefängnis. Ich hab's Ihnen gesagt. Sie müssen zurück in Ihr eigenes Land. Anne, bitte tu das nicht. Es war ein Fehler, das weiß ich. Ich hatte keine andere Wahl und ich verspreche dir, es wird nie wieder vorkommen. Als Mutter kann ich das verstehen, Mia. Aber als Jugendschutzbeauftragte kann ich das nicht nochmal riskieren. Also, nächstes Mal bringst du deinen Samuel einfach mit. Was? Die Kinder werden so einen Spaß haben. Anne, du bist die Beste. Oh mein Gott, Samuel, hörst du das? Ich habe gesehen, wie liebevoll du mit Kindern bist. Samuel hat Glück, eine Mutter wie dich zu haben. Entschuldigung, werden Sie sie nicht bestrafen? Das ist unglaublich. Was unglaublich ist, ist Ihr Verhalten. Samuel hat mir alles erzählt. Wie Sie ihn aus dem Gebäude gelockt haben, ist kriminell. Sarah, Sie waren das? Ich werde der Polizei alles erzählen. Und wenn jemand bestraft gehört, sind das Sie. Weißt du was, Anne? Ich glaube, wir sollten sie einfach da raushalten, okay? Ich glaube, sie hatte es nicht einfach in den letzten Monaten und ist bloß einsam. Hören Sie, Sarah, wieso kommen Sie nicht einfach demnächst mal rüber und trinken mit Samuel und mir einen Tee? Was meinen Sie? Was? Sie laden mich trotzdem zu sich ein, nun ja. Ja, ich wäre lieber befreundet oder... Zumindest freundlich als Nachbarn, als nochmal Müll vor meiner Haustür zu finden. Meinen Sie nicht? Naja, vielleicht sollten wir
raus und den allerschönsten Ball der Stadt finden und ich bezahle ihn, okay? Was meinst du, Samuel? Ja. Es tut mir so leid. Tut mir leid, Mia. Schon okay, Sarah. Und? Wie wär's mit Tee?